Letzte Rednerin in unserer Debatte, Anita Schäfer für die CDU-CSU-Fraktion. Liebe Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, mit diesem auf Angebotsorientierung im Migrationsrecht zielenden Gesetzentwurf wollen wir, die Grünen, im Kern nichts anderes als die Einwanderung massiv vereinfachen und die Tore weit aufstoßen. Wir als Unionsfraktion stellen uns gegen die Beliebigkeit im Einwanderungsrecht und stehen daher auch klar für eine gezielte Auswahl bei der Migration ein. Der Staat und die Politik haben die Pflicht, bewusst darauf zu achten, dass die Migration für unser Land vor allem einen Mehrwert und keine Belastung darstellt. Und genau darin liegt der Unterschied zu Asyl- und Flüchtlingsrecht. Gerade eine sonst so regulierungsfreudige Partei wie Bündnis 90 Die Grünen wird das verstehen. Ich sehe jedenfalls keinen Sinn darin, Menschen sozusagen auf Vorrat einwandern zu lassen, unabhängig davon, ob sie auf dem hiesigen Arbeitsmarkt gebraucht werden oder nicht. Daher sollte auch weiterhin bei der Einwanderung bereits ein konkretes Arbeitsangebot vorliegen. Sehr geehrte Damen und Herren, zur Steuerung und Migration gehört für mich beispielsweise auch, dass wir unsere Gedanken darüber machen, wie man Migration gleichmäßig über das Land verteilen kann. Nach Köln, Hamburg oder Berlin werden die Leute immer gehen. Und auch für die großen Unternehmen wird es kein Problem sein, die benötigten Fachkräfte anzuwerben und ihnen beratend zur Seite stehen. Das Rückgrat der deutschen Wirtschaft jedoch ist der Mittelstand, der oft auch im ländlichen Raum angesiedelt ist. Wenn Änderungen an den bestehenden gesetzlichen Regelungen dazu führen, dass es für einen mittelständischen Unternehmer und verständlicher und einfacher würde, beispielsweise einen Migranten in die Lehre zu nehmen, dann würde ich das auch begrüßen. Ohne Frage wäre dies für die Wirtschaft eine große Hilfe und viele Arbeitgeber und Arbeitnehmer eine Erleichterung. Was die Anwerbung und Einreise von Experten und Hochqualifizierten aus Nicht-EU-Staaten angeht, haben wir mit der erfolgreichen Einführung der Blue Card EU 2012 schon mal einen guten Schritt gemacht. Das muss aber nicht nur für Akademiker, sondern auch in anderen nachgefragten Bereichen gelten. Beispielsweise wollen wir es Pflegedienstleistern einfacher machen, zugewanderte Kräfte einzustellen. Die Idee der Grünen, hier geborene Kindern von Ausländern automatisch die deutsche Staatsbürgerschaft anzutragen, schießt allerdings deutlich über das Ziel hinaus. Staatsbürgerschaft ist das höchste Gut, das ein Staat vergeben kann, und man sollte nicht leichtfertig mit ihr umgehen. In den Staaten, die über ein solches Geburtsortsprinzip verfügen, ist es stets historisch gewachsen. Und selbst Großbritannien mit seinem liberalen Staatsbürgerrecht hat seine Regelungen zum Geburtsortsprinzip schon 1981 eingeschränkt. In Deutschland gibt es für sogenannte Jus Soli jedenfalls keine historische Basis. Auch sehe ich in der von der Opposition befürworteten doppelten Staatsbürgerschaft weniger ein Integrationsangebot als das Gegenteil davon. Meiner Meinung nach kann es bei der Staatsbürgerschaft kein sowohl als auch geben. Ich fasse zusammen. Ja, über eine übersichtlichere und klarere Gestaltung des Migrationsrechts können wir debattieren. Ein neues Einwanderungsgesetz ist aber nicht der richtige Weg, denn wir haben bereits sehr gute und großzügig gesetzliche Rahmenbedingungen. Ja, wir wollen die Einwanderung von Fachkräften stärken. Wir müssen uns aber die Möglichkeit bewahren, Einwanderer selbst nach unseren Bedürfnissen und Kriterien auszuwählen. Ja, wir wollen Ausländern attraktive Angebote machen und ihre Integration fördern. Dabei dürfen wir aber nicht der Beliebigkeit verfallen, den wir erwarten, dass Menschen, die bei uns leben, sich auch klar zu unserem Staat bekennen. Diese Punkte sehe ich in dem Gesetzentwurf der Grünen nicht hinreichend erfüllt, weswegen ich ihm nicht zustimmen kann.
für ein grünes Laissez-faire in Einwanderungsfragen steht die Union jedenfalls nicht bereit. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Anita Schäfer.